Hi guys, this is the first episode of a new special vlog edition, and it will be in German. So if you don't know German, turn on the subtitles if you want to follow. Also ich habe ja Content auf Englisch auf meinem Kanal oder nur auf Englisch, und ich wollte unbedingt mal was auf Deutsch machen, wollte aber nicht komplett auf Deutsch umschalten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einen speziellen Vlog, der nur auf Deutsch sein wird, und ich versuche ihn monatlich zu machen. Das heißt, ich werde jeden Monat ein Video hochladen und so ein bisschen erzählen, was in einem Monat in meinem Leben in Korea passiert. Da das die erste Episode ist und ich mittlerweile schon seit etwa anderthalb Jahren in Korea lebe, fasse ich vielleicht einmal zusammen, was in diesen anderthalb Jahren so Spannendes passiert ist. Also ich bin im Februar 2021 nach Korea gekommen und ich habe ein bisschen länger als ein Jahr einen Sprachkurs an der Uni in Daejeon gemacht, an der Cheongnam National University. Ich habe von Stufe 1 bis Stufe 4 intensiv Koreanisch gelernt. Das heißt wirklich jeden Tag, 5 Tage die Woche, 4 Stunden am Tag, plus Hausaufgaben, Präsentationen vorbereiten, Vokabeln lernen zusätzlich und so weiter. Jeden Tag. Das hat eigentlich super viel Spaß gemacht. Für mich eine super Basis geschaffen für die Sprache. Ja, ich bin schon mit ein paar Koreanischkenntnissen hier hingekommen, aber wirklich nur die Basics. Die Lehrer sind hier in Daejeon an der CNU wirklich super, super nett. Helfen wirklich überall, sogar außerhalb des Unterrichts. Man lernt die Sprache relativ gut. Ich muss sagen, mir fallen Sprachen zwar einfach und die ersten zwei Kurse gingen gut. Ab Stufe 3 wurde es echt sehr herausfordernd. Trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, alle 4 Stufen zu beenden. Während dieser anderthalb Jahren bin ich auch viel herumgereist in Korea. Ich war in Seoul natürlich. Es ist übrigens ziemlich leicht, aus Daejeon durch Korea zu reisen, weil es in der Mitte von Südkorea ist. Also ich war in Seoul mehrmals. Ich war in Gunsan und Boryeong. Das sind zwei kleine Städte an der Westküste von Korea. Ich war leider nicht weiter unten, wo Mokpo ist und so weiter, aber ich war in Yeosu und Goje. Das ist im Süden. Ich war auf Jeju. Ich war in Busan jetzt letztens. Ich war in Ulsan. Ich war nicht weiter oben an der Ostküste, also ich war nicht in Gangneung oder Sokcho oder sowas. Ich war aber in Pyeongchang. Da wurden, ich weiß jetzt leider nicht mehr welches Jahr, aber da wurden die Olympischen Spiele vor einigen Jahren durchgeführt. Und ich war da im Winter. Also es war super verschneit. Super toll, weil da, wo ich aus Deutschland herkomme, ist Schnee eher selten. Vor allem in diesen Mengen. Es waren, ich glaube, die niedrigste Temperatur war minus 22. Und ich war da nur für 3 Tage oder sowas. 3, 4 Tage. Was hat echt viel Spaß gemacht. Dann war ich noch in, ich glaube, Gongju, Jeonju, Gyeongju. Was gab es da sonst noch? Noch viele andere Städte. Meine Favorites für traditionelle Städte. Viele empfehlen, glaube ich, eher Jeonju. Ich glaube, teilweise, weil es näher an Seoul dran ist. Aber ich muss sagen, mein Favorite ist definitiv Gyeongju, was das angeht. Das ist näher an Busan, also weiter im Süden. Definitiv mein Lieblingsort oder die Region bisher ist die südliche Küste von Korea, weil da merkt man wirklich, dass es tropischer wird. Da gibt es auch unendlich viele Inseln. Also ihr habt da wirklich türkisfarbenes Wasser, super viele Inseln. Also wenn ihr da hinfahrt, ist das echt ziemlich paradiesisch. Im Sommer zumindest. Jeju ist natürlich nochmal was ganz anderes. Also Jeju mit der Halbinsel selber zu vergleichen, ist geht gar nicht. Also es ist wirklich wie eine eigene Welt. Sehr, sehr anderes Korea. Die Atmosphäre ist anders. Die Natur ist anders. Sehr, sehr schön dort. Auch sehr heiß. Das Wetter in Korea ist auch sehr interessant. Es ist ein bisschen umgekehrt im Vergleich zu Deutschland. Und zwar haben wir in Deutschland ja meistens, im Sommer kann es halt sehr heiß werden. Vor allem aktuell, jetzt diesen Sommer, soweit ich gehört habe, war das halt super heiß. Waldbrände in Europa, super trocken. Winter ist ja bei uns eher feucht, regnerisch, manchmal Schnee. Dann hat man ja auch gerne mal den Winterblues in Deutschland. Und man wird so ein bisschen depressiv, weil es einfach ständig bewölkt ist, ständig dunkel ist.
In Korea ist es einfach genau andersrum. Also hier gibt es auch Waldbrände in den Bergen, aber die sind meistens eher im Winter, weil hier der Winter einfach super trocken ist. Leute kaufen hier Luftbefeuchter im Winter. Zum Beispiel im Februar, glaube ich, waren hier so einige Waldbrände in den Bergen. Ich glaube vor allem nahe der östlichen Küste. Und ich habe halt selber auch einen gesehen. Also ich war in Daegu zu dem Zeitpunkt. Daegu ist auch eine Stadt, die ich kenne. Ich war in Daegu zu dem Zeitpunkt und habe einen Ort besucht, der halt so ein bisschen weiter oben in den Bergen ist. Und man konnte so ein bisschen runter auf die Stadt gucken von dort. Man konnte halt auch die anderen Berge sehen, auf der anderen Seite der Stadt. Man konnte ganze Rauchwolken von diesem Berg steigen sehen. Also da hat irgendwas im Februar gebrannt, weil es einfach super trocken war. Und im Sommer ist es super regnerisch. Ich sage nicht, dass es hier irgendwie 3 Monate am Stück regnet. Und normalerweise so ab Mitte Juni, Juli kommt halt die Monsunsaison und dann regnet es hier halt. Und dann kann es schon mal 2, 3 Tage am Stück regnen. Dann hat man ein paar Tage mal gutes Wetter, dann regnet es wieder. Im ersten Jahr habe ich so ein bisschen falsch gedacht und ich dachte so, ja, in Deutschland, dann, wenn der Regen kommt, dann kühlt es ja mal ab. Und dann trägt man auch mal meistens irgendwie bei Regen so geschlossene Schuhe, Sneaker oder sowas. Dieses Jahr war ich schlau. Kühlt überhaupt nicht ab. Es wird einfach schlimmer. Es ist einfach so schwül und diese 30, 35 Grad fühlen sich hier an wie über 40, einfach nur wegen der Schwüle. Und es macht überhaupt keinen Sinn, geschlossene Schuhe zu tragen, weil es einfach so heiß ist. Also man schwitzt einfach nur, wenn man einfach nur draußen steht und sich nicht bewegt. Und dann kommt auch noch Regen runter. Die Luftfeuchtigkeit ist meistens dann so 90% oder so. Und Koreaner tragen hier einfach nur Flipflops. Und ich habe festgestellt, dass es einfach das Beste ist. Also wenn ihr in Korea im Sommer seid, während der Regensaison, Flipflops sind die Rettung. Kommt bloß nicht auf die Idee, irgendwie Sneaker dabei zu tragen, wenn es hier regnet im Sommer. Ja, und ich hatte ja erwähnt, dass ich in Daegu war. Bin momentan mittendrin nach Daegu umzuziehen, also von Daejeon nach Daegu. Es war relativ interessant zu sehen, wie hier der Wohnungsmarkt funktioniert. Also normalerweise, es gibt natürlich Online-Webseiten, wo man nach Wohnungen gucken kann und so weiter. Aber normalerweise kontaktiert ihr sehr selten die Vermieter selber. Es gibt hier Situationen, dass die euch manchmal ein bisschen ver... Schön. Deswegen bietet es sich immer eher an, zu einem Immobilienmakler zu gehen. Und die gibt es hier überall an jeder Ecke mehrere auf einmal. Und das machen halt Koreaner meistens. Die gehen dann einfach zu einem Immobilienmakler in der Nähe, sagen einfach, was die brauchen. Ihr könnt euer Maximalbudget sagen, wie groß vielleicht die Wohnung sein soll. Soll es irgendwas Bestimmtes sein? Wenn ihr irgendwie studiert oder arbeitet hier, irgendwie wie weit vom Arbeitsplatz oder von der Uni das weg sein soll und so weiter. Ihr sagt ihnen die ganzen Informationen und dann suchen sie euch halt irgendwas Passendes. Was ihr beachten müsst, ist, dass es hier relativ hohe Kautionen gibt. Also in Deutschland wird das ja meistens gedeckelt bei 3 Kaltmieten. In Korea gibt es diese Deckelung nicht. Das heißt, ich glaube, das günstigste, was ich bisher gehört habe, waren so 1 Million Won. Das sind so 700, 800 Euro. Und dann zahlt ihr vielleicht für die Miete irgendwas zwischen 200.000 und 300.000 Won. 170, 250 Euro oder so monatlich. Und das ist nicht in Seoul. In Seoul ist alles ein bisschen teurer. Und das ist ein One-Room. Also das heißt, es ist so eine mini-kleine Wohnung, wo ihr vermutlich keine richtige Küche habt, wo ihr einen Eingangsbereich habt, wo ihr einfach nur ein Zimmer, ich würde eher sagen Toilette und kein Badezimmer. Ihr habt eher eine Toilette da und da habt ihr so einen Duschkopf. Das heißt, in Korea duscht ihr eigentlich direkt im Badezimmer. Also es gibt häufig, gerade in so kleinen Wohnungen, gibt es keine Duschkabine und schon gar nicht eine Badewanne. Badewanne ist generell Luxusgut hier. Also ich würde euch empfehlen, einfach zu einem Immobilienmakler zu gehen, weil die vermitteln dann zwischen euch und dem Vermieter und dann gibt es auch keine Schwierigkeiten, was das angeht. Das Schöne ist, was ich fand, ihr könnt das alles relativ schnell machen und an einem Tag wahrscheinlich schon alles abwickeln und eine Wohnung finden und einen Vertrag unterschreiben. Weil ihr könnt einfach reinspazieren zum Immobilienmakler,
mit ihm sich kurz zusammensetzen. Die gucken sich dann mit euch mehrere Wohnungen an, also die fahren euch auch dahin und gucken sich das mit euch an. Ja, und dann könnt ihr einfach sagen, das gefällt mir, ne, ich möchte die Wohnung. Und dann rufen sie den Vermieter an, regeln alles und das war's. Gerade so bei Studentenwohnungen oder so Mini-Wohnungen geht das zack, zack. Ja, die Wohnungen selbst in Korea, muss ich sagen, sind, das habe ich nicht erwartet. Also das war für mich schon so ein bisschen Kulturschock. Die Qualität der Häuser ist in Korea nicht so dolle. Ich glaube, Koreaner sparen gerne am Baumaterial, wenn sie Häuser bauen. Oft findet man hier Schimmel in den Wohnungen. Oft hört man auch mal seine Nachbarn. Aber das kommt immer darauf an, wo ihr seid. Also es gibt auch okay Wohnungen. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu den Deutschen kann man das wirklich nicht so gut vergleichen, glaube ich. Aber sogar in den Apartmenthäusern, also diese hohen, die irgendwie auch mal so 15, 20 Etagen gehen oder noch höher sind, manchmal hört man auch mal irgendwie, wie die Nachbarn aufs Klo gehen. Na, also das Wasser kommt oder von der Dusche das Wasser von den Nachbarn. Oder man hört sie auch mal reden oder irgendwie lachen. Hatte ich in Deutschland zwar auch, deswegen das war für mich okay. Aber bei manchen Wohnungen, also gerade bei den kleinen Sachen, denkt man sich so, okay, es hört sich so an, als ob diese Person eigentlich neben mir sitzt und direkt hier im Zimmer ist und die ganzen Sachen erzählt. Also manchmal sind die Wände wirklich sehr dünn. Ja, das war zumindest ein Teil, was mir jetzt gerade so schnell eingefallen ist. Natürlich gibt es auch viele coole Sachen in Korea. Also ich liebe es, wie der ganze Papierkram gemacht wird, weil meistens, wenn ihr wirklich wichtige Papiere braucht, werden die euch einfach direkt ausgedruckt. Oder ich weiß nicht, Koreaner können die meistens einfach so online ausdrucken selber. Zwar durch so einen Identifizierungsprozess, aber generell geht das halt schnell. Beides kommt auch immer an. Also viele werden euch sagen, dass der Papierkram hier super schnell geht, aber wenn ihr mal, ich glaube, in einer Firma seid oder sonst irgendwie und das mal ein bisschen weitergeht und irgendwelche Reisekostenerstattung beantragt werden muss oder sonst was, ich glaube, das kann schon ein bisschen länger dauern. Ihr könnt auch einfach zu einem Arzt gehen. Ihr braucht nicht unbedingt immer einen Termin. Ja, manchmal müsst ihr mal länger warten, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr auf einen Termin wie in Deutschland vielleicht Wochen oder Monate warten müsst, sondern ihr könnt da einfach mal reingehen. Ihr könnt einfach zu jedem Arzt einfach so reingehen oder auch einfach in ein Krankenhaus reingehen, wenn irgendwas ist. Und ich würde einfach geholfen. Manchmal müsst ihr ein bisschen dazu bezahlen, je nachdem, was die machen. Also wenn ihr die nationale Krankenversicherung hier in Korea habt, die ihr haben müsst, nachdem ihr länger als ein halbes Jahr hier bleibt, dann sind die Zahlungen relativ günstig. Also das ist kein Problem. Halt ihr vielleicht auch 3.000 Won, 5.000 Won, vielleicht mal 20.000, wenn es mal irgendwie was Größeres ist oder so. Ich weiß jetzt nicht die genauen Preise, weil war hier noch nicht wirklich bei einem Arzt. Ja, Notfall kann ein bisschen teurer werden, dann zahlt ihr vielleicht mal so 100 oder so. Also so 70, 80 Euro, wenn die in die Notaufnahmen geht. Öffentliche Verkehrsmittel sind hier sehr günstig. Das finde ich auch sehr gut. Es gibt, soweit ich weiß, keine monatlichen Karten. Man zahlt hier einfach mit der. Ja, als Tourist hat man ja meistens eine T-Money-Card. Wenn man hier länger bleibt und ein Bankkonto hat, kann man zum Beispiel auch einfach seine Bankkarte benutzen. Man muss zwar extra so eine Bankkarte haben, mit der man das machen kann. Aber das kann man einfach bei der Bank fragen. Das mache ich zum Beispiel. Ich zahle einfach immer mit der Bankkarte. Und dann kostet dann eine Fahrt, eine normale Fahrt kostet circa im Bus oder in der U-Bahn 1300 Pi mal Daumen. Ich habe auch gemerkt, das ist von Stadt zu Stadt ein bisschen unterschiedlich. Also in Daejeon war es 1250, egal ob U-Bahn oder Bus. In Busan habe ich gemerkt, dass der Bus, ich glaube, 1200 ist, dafür aber die U-Bahn 1300. Aber generell sind die Preise ähnlich. Zugpreise sind auch relativ niedrig, also im Vergleich zur Deutschen Bahn. Ja, die Deutsche Bahn. Also es gibt ja den normalen Zug, also den langsamen Zug, den Mugunghwa. Mugunghwa heißt Hibiskus. Das ist die Nationalblume von Korea. Also der Mugunghwa-Zug ist ein bisschen langsamer. Weiß jetzt die Preise gerade nicht mehr. Ich habe den bisher nur einmal genommen. Und dann gibt es halt den KTX. Also der koreanische ICE. Also von Daejeon nach Seoul habe ich immer so
eine Stunde gebraucht damit und das kostete meistens so um die 20.000 oder so. Kommt natürlich auch darauf an, wann man das Ticket kauft, aber sogar in letzter Sekunde, sage ich mal, habe ich trotzdem noch so 20, 23.000 bezahlt. Also das war echt nicht so viel. Da zahlt man ja bei der Deutschen Bahn, glaube ich, so den dreifachen Preis oder so für die gleiche Strecke. Und die Züge sind nie zu spät. Ich glaube, ich habe ein paar Mal eine Verspätung gesehen tatsächlich, aber das war meistens so 3 Minuten, 2 Minuten, 3 Minuten. Ich glaube, das war so das Maximum. Aber es war nie so, dass die Züge dann 10 Minuten, 30 Minuten, Stunde oder so zu spät kommen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es gibt auch nicht so viele Verbindungen wie in Deutschland. Das ist ein bisschen nachteilig. Also die Infrastruktur in Korea ist teilweise sehr gut. Es kommt darauf an, wo ihr hinfahren wollt. Es gibt manchmal auch nicht den einen Hauptbahnhof in manchen Städten. Manche Städte haben 2 Bahnhöfe. Also generell ist das nicht vergleichbar mit Deutschland. Es gibt keine Züge, die durch die Städte fahren. Also sprich wie bei uns zum Beispiel S-Bahn. Sowas gibt es hier nicht. Meistens fahren innerhalb der Städte nur U-Bahn und Busse. Und es gibt übrigens, soweit ich mich recht erinnere, nur 5 Städte in ganz Korea mit U-Bahn. Alle anderen haben keine U-Bahn. Es wird ja immer wieder gesagt, ah, Korea hat ja so ein tolles U-Bahn-System. Seoul hat ein tolles U-Bahn-System. Seoul hat super viele U-Bahn-Linien. Nehmen wir doch mal die zweitgrößte Stadt, Busan. Busan hat nur 4 U-Bahn-Linien für die ganze Stadt. Daegu hat nur 3 U-Bahn-Linien für die ganze Stadt. Daejeon hat nur eine einzige. Also die Leute fahren hier eher mit Bus, würde ich sagen. Also natürlich finden alle U-Bahn toll, weil die halt schnell geht, die steht nicht im Stau und so weiter. Aber ja, nur das U-Bahn-System in Seoul ist wirklich groß und praktisch. In anderen Städten müsst ihr vielleicht wahrscheinlich eher gegebenenfalls auf Busse umsteigen. Ja, ich glaube, so langsam wird das Video ein bisschen lang, deswegen kürze ich das mal ein bisschen ab. Also die eigentliche Idee dieser Videos sollte sein, dass ich meinen letzten Monat in Korea so ein bisschen zusammenfasse und euch vielleicht mal ein paar interessante Sachen erzähle. Jetzt habe ich sozusagen 1,5 Jahre halbwegs versucht, in ein kurzes Video zusammenzufassen. Also lass mich kurz sagen, was so im letzten Monat passiert ist. Ja, Wohnungssuche in Daegu, die komplett an einem Tag gegangen ist. Dann war ich diesen Monat in Busan für 2 Wochen. Ja, dazu gibt es bereits ein Video. Ja, da habe ich halt relativ viele Orte besucht. Haeundae natürlich. Haeundae, Gwangalli, Jagalchi fand ich super. Jagalchi ist, ich glaube, der Bereich ist hauptsächlich für den Fischmarkt und den Nachtmarkt berühmt. Ich fand den ganzen Bereich so zwischen Busan Station und halt diese Jagalchi U-Bahn-Station. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der ganze Bereich dort heißt. Den fand ich halt toll. Aber das könnt ihr dann in den anderen Videos sehen. In meinem Koreanischunterricht hatte ich auch viele Freunde, die Stipendiaten waren. Das heißt, die haben sich hier in Korea für ein Stipendium beworben zum Studieren. Ja, oft geht da so ein einjähriger Koreanischkurs einher und den haben wir dann quasi zusammen durchgelaufen. Und sehr viele von ihnen haben jetzt Daejeon verlassen, was mich ein bisschen traurig macht. Aber ich bin ja auch weg aus Daejeon. In Daegu kenne ich noch niemanden, aber ich habe da schon so ein paar Angeln ausgeworfen. Ich hoffe, das wird bald was mit neuen Freunden. Also ich freue mich auf neue Freundschaften. Und im September fliege ich nach Deutschland. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das nächste Video vielleicht mein Reverse Culture Shock Video sein wird. Ja, falls euch das Video gefallen hat und ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, zeigt natürlich auch, wo ich überall herumreise und was so alles passiert und was ihr in anderen Städten halt so sehen könnt, besuchen könnt und wie das überhaupt in Korea so aussieht. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Channel. Und vergesst nicht, das Video zu liken. Und falls ihr Fragen über Korea habt, freue ich mich, wenn ihr sie einfach in die Kommentare schreibt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!